Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Heute starten wir direkt mit X-Plane selbst oder besser gesagt Lamina Research, denn die haben einige Updates veröffentlicht, die ich persönlich ziemlich interessant finde. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass es vor einiger Zeit mal diese Community-Funktion bei X-Plane gab, oder? Da konntet ihr auf eine Website gehen und verschiedene Themen vorschlagen, die dann von den Usern up- oder downgevotet werden konnten und aus denen sich zumindest vermeintlich vom X-Plane Developer Team, also Lamina Research, Dinge herausgesucht wurden, die die meisten Upvotes bekommen, um sie dann im X-Plane umzusetzen. Das war die Theorie oder der vermutete Sinn von dieser Community-Funktion, die sich aus meiner Sicht mittlerweile als korrekt herausgestellt hat. Das, was wir im Hintergrund sehen, ist nämlich zumindest die Umsetzung von einem Teil dieser Vorschläge mit über 900 Upvotes, wahrscheinlich eines der am bestbewertetsten. Es geht um das Lighting Model in X-Plane, das aber nur der Anfang sein soll. Lamina Research hat sich daran gesetzt, die komplette Lichtdarstellung in X-Plane 11 zu überarbeiten. Das seht ihr im Hintergrund auf einigen Screenshots. Und dann gibt's auch noch ein Preview, das ihr euch über Klick in der Videobeschreibung einmal anschauen könnt. Aus meiner Sicht ist da ziemlich deutlich zu erkennen, was Lamina Research verändert hat. Es gibt ein Vorher- und ein Nachher-Bild, das kann man übrigens auch auf diesen Screenshots hier im Hintergrund erkennen, sodass aus meiner Sicht ziemlich eindeutig ist, wo Verbesserungen vorgenommen wurden und wie die aussehen. Sollte das tatsächlich genau so in den X-Plane übernommen werden, wie wir es hier im Hintergrund auf den Bildern sehen, dann werden solche Add-ons wie beispielsweise X-Vision fast schon überflüssig. Natürlich nicht ganz, denn es gibt immer so ein paar kleine Tweaks. Einige Leute mögen das Licht halt so, andere mögen es so, das heißt ganz unnötig werden die nicht. Aber das, was sie momentan hauptsächlich machen, nämlich große Korrekturen vorzunehmen, das scheint zumindest mit diesen Bildern, die wir hier sehen, der Vergangenheit anzugehören. Und das ist, wie ich finde, ein ziemlich großer Schritt nach vorne, denn bisher war X-Plane standardmäßig grünstichig, bisschen verwaschen, es sah halt ziemlich merkwürdig aus. Was Lamina Research mit diesen Änderungen hier aber definitiv beheben dürfte. Das finde ich deswegen schick, weil es eben die grafische Konkurrenz durch andere Simulatoren, aka MSFS, gibt und man im X-Plane eben definitiv noch Schritte nach vorne gehen kann, was die grafische Darstellung angeht. Damit meine ich jetzt natürlich nicht die Flugzeuge, sondern die grafische Darstellung des Simulators an sich. Es gibt nämlich noch eine ganze Menge mehr Punkte, die in X-Plane 11 verbessert werden könnten, zum Beispiel das Wettersystem, die Darstellung des Wetters oder die Darstellung des Bodens. Das Mesh meine ich damit nicht, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, aber was ich damit meine, sind die Bodentexturen. Man muss jetzt nicht unbedingt Orthos implementieren, so wie der MSFS das gemacht hat, sondern man könnte beispielsweise einfach besser aufgelöste und besser an die Region, in der sie sich befinden, angepasste Bodentexturen benutzen. Das würde den Simulator nicht nur erheblich aufwerten, sondern war ebenfalls ein sehr hochgevotetes Feature in dieser X-Plane Community-Funktion. Falls Lamina Research also in Zukunft auch weiterhin konsequent auf das hört, was ihm da vorgeschlagen wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auch in näherer Zukunft eine ziemlich interessante Update-Palette sehen könnten. Immerhin ist schon angekündigt worden, dass es weitere News und weitere Previews geben soll, allerdings nicht wovon. Das heißt, es könnte sein, dass es zu diesem Lighting Model, zu dem New Lighting Model noch irgendwelche Updates gibt, könnte aber auch sein, dass das eine andere Funktion ist, an der parallel gearbeitet wird. Zum derzeitigen Zeitpunkt, das jetzt Stand 3.6.2021, ist das unklar, aber wenn sich was ändern sollte, könnt ihr sicher sein, dass ich euch an dieser Stelle informiere. Zusammengefasst also muss ich sagen, dass das momentan ziemlich promising aussieht, was Lamina Research da veranstaltet, dass ich hoffe, dass sie weiterhin auf ihre Community hören und dass der Simulator damit grafisch deutlich verbessert werden kann. Das jedenfalls meine Meinung, aber wie seht ihr das? Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr über dieses Update hier denkt und ob ihr glaubt, dass X-Plane in Zukunft weiterhin verbessert werden wird, beziehungsweise was ihr euch da wünscht. Eure Meinung interessiert mich, lasst die Tasten glühen. Tholys hat ihren A321 abgedatet. Dieses Update beinhaltet diverse Dinge, die der A319 mittlerweile schon implementiert hat. Der wird ja in der Regel immer ein wenig früher abgedatet.
Es gibt eine Menge Erneuerungen im FMC, so kann man beispielsweise verbesserte Direct-To-Funktionen nutzen, es gibt neue Funktionen auf der Flightplan-Page, man kann sich jetzt eigene Wegpunkte definieren, nicht nur über Point Bearing Distance, sondern beispielsweise auch per Koordinaten, es gibt also die entsprechende Seite dafür. Das Bleed-System wurde upgegradet, man kann jetzt LDA und IGS sowie Localizer Backcourse und GLS Approaches fliegen und die Performance-Pages im FMC sind komplett überarbeitet worden. Außerdem hat auch das A321 Neo Package Upgrades bekommen, so ist es jetzt zum Beispiel möglich LPV-Approaches zu fliegen, es gibt neue Anzeigen und die IRS Init-Page ist auf den neuesten Stand gebracht worden. Weitere kleine, aber aus meiner Sicht durchaus interessante Neuigkeiten dürften sein, dass der TOLIS Takeoff Performance Calculator, das heißt dieser ISCS-Screen, mittlerweile anzeigt, ob die PECs, das heißt die Klimaanlagen, für den Takeoff ausgeschaltet sein müssen oder eingeschaltet bleiben können. Dazu kommt noch, dass im Außenmodell einige Änderungen erfolgt sind. So gibt es mittlerweile eine RAT, das heißt eine Ram Air Turbine, und ein Outflow Valve für die Klimaanlagen. Die sind jetzt nicht mehr nur simuliert, sondern auch modelliert. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch eine riesige Masse an Bugfixes, die ich jetzt nicht alle vorstellen werde, weil das einfach viel zu viele sind. Ihr könnt sie euch aber wie immer selber durchlesen. Dazu geht ihr einfach in die Videobeschreibung, klickt auf den entsprechenden Link und kommt auf eine Seite, wo alle Fixes und alle Changes im Changelog aufgelistet sind. Wenn ihr den TOLIS A321 updaten möchtet, dann könnt ihr das über den X-Updater tun, aber nur dann, wenn ihr den Flieger über X-Plan.org gekauft habt. Falls ihr ihn nicht über X-Plan.org gekauft haben solltet, zum Beispiel via Aerosoft oder SimMarket, dann müsst ihr ihn zum Updaten komplett neu herunterladen, und zwar sowohl den normalen A321 als auch das New Upgrade Package, sofern ihr das erworben haben solltet. Aerosoft hat ihre CRJ 550 bzw. 700 für den MSFS geupdatet. Der Changelog ist ziemlich riesig, das heißt also, dass ich ihn hier nicht komplett behandeln werde, aber ihr könnt ihn euch wie immer in der Videobeschreibung anschauen, einfach auf den Link klicken und ihr kommt dahin. Die wichtigsten Punkte nenne ich euch aber ganz kurz hier. Es geht unter anderem darum, dass man diverse Wiener Funktionen hinzugefügt habe. So kann das Flugzeug jetzt angeblich automatisch in den Descent gehen, es ist ein automatischer Descent Path programmiert worden und es gibt Änderungen in diesem Descent Path. Zusätzlich dazu habe man das GPWS überarbeitet, sodass es jetzt korrekte Ansagen tätige. Im Außenmodell gäbe es dann diverse Korrekturen von Animationen, so seien zum Beispiel die Flaps oder Slats bisher falsch ausgefahren, was man mit diesem Update korrigiert habe. Verschiedene Lautstärken von Dingen, die man im Cockpit eigentlich nicht oder nur sehr leise hören dürfte, habe man dann ebenfalls noch korrigiert. Genauso wie, wenn wir gerade bei Lautstärken sind, die sogenannten Passenger Announcements. Hier will Aerosoft einen Low-Cost Carrier Mode hinzugefügt haben, bei dem angekündigt werde, dass man keine Getränke, keinen Kaffee und keine Sandwiches erhalte. Wenn ihr die Aerosoft CRJ updaten möchtet, dann müsst ihr sie euch von der Aerosoft-Website neu herunterladen. Solltet ihr sie noch nicht besitzen, aber daran interessiert sein, dann geht ihr ebenfalls auf die Aerosoft-Website, wo sie 40,33 € kostet. Bitte beachtet dabei aber, dass das ohne Steuern ist. Könnte also sein, dass je nachdem von wo ihr euch das anschaut, noch etwas dazukommt. Den Link zu der Website, von der ihr euch den Flieger herunterladen könnt, um ihn zum Beispiel abzudaten, und zu der, wo ihr ihn kaufen könnt, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. PMDG hat weitere Screenshots und damit Previews von ihrer DC-6 im MSFS veröffentlicht. Damit einhergeht die Veröffentlichung von Tutorial-Videos, in denen PMDG zeigt, wie die DC-6 richtig zu bedienen ist. Diese Videos findet ihr auf PMDGs YouTube-Channel, ich habe ihn euch aber wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Unter all diesen mittlerweile 15 Videos, allerdings nur Stand jetzt, das werden vielleicht noch mehr, kann man bisher lesen, dass der Flieger im Juni herauskommen soll, ohne genauere Angabe wann im Juni, der hat ja aber nun gerade erst angefangen, also vermute ich mal ein wenig später. Falls das tatsächlich der Fall sein sollte, dann könnten wir ein gut simuliertes Produkt von PMDG für den MSFS erwarten. Natürlich bin auch ich gespannt auf diesen Flieger, also einerseits auf die Performance, das heißt FPS, und andererseits natürlich auf den Preis.
Falls die DC-6 von PMDG also nicht zu teuer sein sollte, werde ich mir auf jeden Fall überlegen, ob ich mir diesen Flieger vielleicht sogar anschaffe. Eventuell gibt's dann ein Review oder Streams damit, müssen wir mal schauen. Das hängt letztendlich alles davon ab, wann der Flieger kommt, wie gut er performt und wie teuer er ist. Aerosoft hat weitere Previews zu ihrer AdGlide Optica veröffentlicht. Wer sich jetzt fragt, was zum Teufel das sein soll, dem ging es am Anfang ähnlich wie mir, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass es sowas auch schon mal für den FSX gegeben hat. Bei der AdGlide Optica handelt es sich um ein Beobachtungsflugzeug. Das Ding sieht ein bisschen merkwürdig aus, hat aber den Zweck, dass man aus dem Cockpit möglichst gut sehen kann, um aus der Luft verschiedene Dinge, je nachdem, was man denn gerne möchte, beobachten zu können. Orbex hat dieses Flugzeug als perfekt, um unsere Szenerien anzuschauen, betitelt, was natürlich in gewisser Weise durchaus zutrifft. Wie detailreich das umgesetzt ist, wissen wir zum derzeitigen Punkt nicht. Auch wie viel es kostet oder wann es herauskommen soll, ist leider noch unbekannt. Den Trailer zu diesem Flieger habe ich euch aber in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr einfach mal anklicken und draufschauen. Sollten neue Informationen zu diesem Flieger verfügbar sein, so zum Beispiel darüber, wann er herauskommt oder wie viel er kosten soll, könnt ihr sicher sein, wie immer gewohnt an dieser Stelle darüber informiert zu werden. Und damit war es das auch schon wieder für dieses Video hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin wünsche ich euch wundervolles Wetter und einen sonnigen, warmen Tag. Macht's gut!